Alles klar, und damit hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Paper Mario für den Nintendo 64. So, wir reden jetzt mal mit euch, was da los ist. Da draußen ist es gefährlich. Ich würde nicht gehen. Ja, du solltest auch nicht gehen. Nein, geh nicht. Tut mir leid, aber nein. Ja, super. Also dürfen wir jetzt nicht, weil ist gefährlich. Okay, danke. Achso, die kann man nicht überprüfen. Schade. Wir können doch nicht hier, wir können doch hier unten noch was erkunden, ne? Oh! Ach so, oh. Da ist gar nicht so viel. Ja, dann gehe ich wieder zurück. Das ganze Bauholz war am Straßenrand gestapelt, aber im Erdbeben ist alles umgestürzt. Unglücklicherweise kann man deswegen momentan nicht in den südlichen Stadtteil der Stadt. Tja, das ist traurig. Keine Sorge, wir werden das Chaos so schnell wie möglich beseitigen. Ich weiß, es ist sehr unbequem, aber bitte habt noch etwas Geduld, während wir wieder alles in Ordnung bringen. Ja, ja, kein Problem. Guck, ich mach mit. Siehst du, wie es sich ändert? Nein. Ja, ich kann nur noch zur Seite schlagen. Es tut mir leid. Gut. Hier links hatten wir noch was wir noch erkunden können. Wer bist du denn? Hey, sieh da! Sie sind doch ein Kunde! Papa hat vor, den Laden bald zu eröffnen. Aber ein bisschen Geduld werden sie noch haben müssen. Okay. Was mit dir? Hey, was geht? Alter, schön dich zu sehen, mein Freund. Bluff ist mein Name. Ich richte mir einen kleinen Laden in Toad Town ein. Aber ich bin noch nicht... Alter, ich bin noch bei den Vorbereitungen. Ich will dich nach der Eröffnung auf jeden Fall wieder hier sehen, okay? Klar. Nein, ich möchte gerne springen, aber ich kann da nicht vorbei. Wahrscheinlich müssen wir diesen Weg gehen, wenn wir irgendwann mal... Ja, okay. Gut, es gibt nur einen Weg, den wir jetzt gehen können. Oh, Telefon. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ja, die Mutti hat angerufen und hat ein bisschen mit mir über alles Mögliche diskutiert. Wir wollten jetzt durch das blaue Tor gehen und mal gucken, was wir hier machen können. Hui, das sieht ja ganz schön traurig aus. Okay, da kommen wir nicht lang, aber hier können wir doch auf die Wiese, ne? Okay, da ist ein Brunnen, aber da können wir auch nicht rein, weil wir nicht hoch genug springen können. Was sagst du denn? Ich kann nicht glauben, dass der Pilzpalast vor kurzem noch hier war. Wow! Ich war im Palast, als das Gelödel plötzlich losging. Aber meine blitzschnellen Beinchen haben mich gerettet. Ich weiß, dass auch Luigi und ein paar andere rechtzeitig entkommen sind. Aber alle anderen wurden entführt. Ja, das ist schon ganz schön traurig. Wer weiß, was Bowser mit denen macht. Was? Es war Bowser? Nein, nein, nein. War's nicht. Und wenn, dann hätte ich es trotzdem unter Kontrolle. Okay, hier können wir nichts machen. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als dass wir weiterlaufen müssen. Gut, wo kommen wir denn hier hin? Okay, hier ist nix. Der Boden ist auf jeden Fall lila, was jetzt nicht so gesund aussieht, aber okay. Wow. Da ist ein Stern runtergefallen. Hallo? Da ist noch ein... Wow. Ich will auch von einem getroffen werden. Kann man von denen getroffen werden? Geht das? Auf der Suche nach etwas? Schau bei Meerlieblich vorbei. Okay. Ah, das ist Meerlieblich. Okay. Was ist hier? Sternschnuppengipfel. Ja, dann schauen wir erstmal bei Meerlieblich und ihrem Bruder Merlof. Merlof heißt das vorbei. Die sollen ja recht wichtig sein. Ah, ich muss mal kurz was trinken. Moment. So, Mund geölt. Jetzt geht's wieder weiter. Gut. Oh, eine Schatztruhe. Kann ich die aufmachen? Ernsthaft? Leer. Na, so ein Zufall. Okay, wer bist du denn? Oh, sieh an, Herz. Hallo, Mario. Es ist ein wenig zu eng hier, um in die Zukunft zu blicken. Möchtest du meine Dienste in Anspruch nehmen? Sprich bitte von der anderen Seite des Tisches aus zu mir. Okay. Ah, sieh mal an, Herz. Ich habe deinen Besuch vorausgesehen, Mario. Mein Name ist Meerlieblich. Ich bin eine wunderschöne Wahrsagerin. Meine noble Bestimmung ist es, in die Zukunft zu sehen und absolut atemberaubend auszusehen.
Wow, du bist echt ganz schön schön. Ach, danke. Ich wusste, dass du das sagst. Ich kann dir helfen zu finden, was du suchst. Ich kann Dinge sehen, die im Verborgenen liegen. Ach ja, Herz, sag mir, soll ich einen Blick in deine Zukunft werfen? Klar. Was? Du willst Geld? Hallo? Ja, dann mach halt mal. Ein Sternensplitter also? Ach ja, Herz, okay, Herz. Voller Grazie und konkurrenzloser Schönheit werde ich nun deine Zukunft lesen. Oh, Morgenstern, so weit, so fern. Silberner Schein, wo mag es sein? Aha, oh ja, Herz. Hohe Sterne, erfüllt meine Augen mit dem Licht dessen, was ich suche. Ich sehe einen Sternensplitter. Anstatt die Stufen zum Sternschnuppengipfel hochzusteigen, gehst du nach links. Dort findest du den Splitter. Okay, die Stufen zum Sternschnuppengipfel. Okay, danke, cool. Das hat Geld gekostet, ich mach das nie wieder, ey. So, gut, jetzt sind wir hier und hier müsste ja der andere sein. Genau, Merlof. Hallo, Merlof. Ich bin der berühmte Merlof vom Sternschnuppengipfel. Ich sammle Sternensplitter. Ich habe die größte Sammlung. Mein Herr, wenn du Sternensplitter besitzt, würdest du sie wohl gegen ein paar coole Orden eintauschen? Wie wär's? Wollen wir? Klar. Welchen Orden hättest du denn gern? Sound FX ändert die Soundeffekte. Was? Ändern die Soundeffekte? Ich kann's nicht lesen, verdammt. Wieder das Overlay, ey. Ich dreh durch, ey. Ja, das Problem ist, das Overlay von meinem Spiel über... Ja, überdeckt im Endeffekt gerade das, was da steht. Und ich kann es echt gerade nicht lesen. Okay, okay. Ja, ihr lest das schon. Ich lese es jetzt mal nicht vor, weil ich kann es echt nicht lesen. Scheiße, peinlich. Zahltag. Je höher der erlittene Schaden, desto mehr Münzen, okay? Daneben verhindert, dass du von einem Erstangriff getroffen wirst. Der hier klingt gut. Zahltag, ein Sternsplitter. Was hat er gesagt? Moment, nochmal. Der hat noch was anderes gesagt. Die Anzahl der nötigen OP für diesen Orden lautet 2. Ach so, da sagt er, wie viel es gebraucht wird. Ja, das ist in Ordnung. Danke, Zahltagorden. Warum tauschen wir nicht noch etwas? Klar, daneben bitte. Tausche daneben für 3 Sternensplitter. Die Anzahl der, ja, auch 2. Das ist okay, klar. Was haben wir denn daneben Orden getroffen? Also gut. Die werden sich gut in meiner Sammlung machen, diese Sternensplitter. Du kannst gerne wieder vorbeikommen, um mit mir zu tauschen. Klar, gerne. Ich vermute mal, dass die für nichts anderes gedacht sind. Hoffe ich mal. Gut, dann gehen wir hier mal rein. Und hier wieder raus. Und schauen mal nach oben, was es dort gibt. So, statt die Stufen zu besteigen, gehst du nach links. Da soll ein Sternensplitter sein, okay? Also hier links. Aha! Wow! Was hast du erhalten? Sternensplitter ausgezeichnet. Hier geht's nochmal weiter? Nee. Oh, schade. Aber das ist schon ganz schön krass hier, ne? Okay, wo geht's denn hier lang? Was ist hier? Wow, hier ist auch nochmal ganz schön viel. Aber auch nichts Interessantes für uns. Okay, dann können wir mal nach oben gehen. Man muss ja alles genau unter die Lupe nehmen. Ich denke mal, die haben hier einiges versteckt. Okay, hier ist sonst nichts. Kann ich da hoch? Ja, kann ich. Sehr schön. Musik wird leiser. Ah ne, wird sie doch nicht. Okay. Oh, da oben sehen wir ihn schon. Den Typen, der uns angesprochen hat. Einmal im Kreis und gucken, was es hier Schönes gibt.
Wow, diese 3D-Effekte. Aber hier gibt's nichts. Na dann, gehen wir mal zu dir. Willkommen, Mario. Wir haben dich erwartet. Wir sind die 7 hohen Sterne. Unsere Aufgabe ist es, von unserem Heim im Sternenhafen aus die Wünsche reiner Herzen zu erfüllen. Wir müssen dir etwas von höchster Wichtigkeit mitteilen. Bitte hör genau zu. Vor einigen Tagen sind Bowser und seine Kohorten in den Sternenhafen eingefallen. Sie stahlen unseren wertvollsten Besitz, den Sternenstab, den wir seit Anbeginn der Zeit behüten. Der Sternenstab verfügt über eine Macht weit jenseits jeglicher Vorstellungskraft. Er kann jeden Wunsch erfüllen. Solange wir uns zurückerinnern können, hatte Bowser nur Wünsche wie: Ich will Mario verkloppen! Oder: Ich will, dass sich Prinzessin Peach in mich verliebt! Natürlich werden solche Wünsche von uns Sternen ignoriert. Daher gingen seine Wünsche auch nie in Erfüllung. Bowser, dieser Dämon. Als er herausfand, dass wir seine Wünsche ignorieren, stahl er den Sternenstab, um seine eigenen Wünsche zu erfüllen. Er scheint jetzt zufrieden zu sein, weil er dich besiegt und die Prinzessin entführt hat. Doch schon bald, so fürchten wir, wird er sich noch mehr wünschen. Dann werden schlimme Zeiten einbrechen. Es ist die Pflicht der 7 hohen Sterne, über den Sternenstab zu wachen. Wir müssen ihn Bowsers Klauen entreißen und ihn wieder an einen sicheren Ort bringen. Und um das zu tun, Mario, brauchen wir deine Hilfe. Doch leider bist du jetzt nicht stark genug, um Bowser entgegentreten zu können. Und seine Macht ist durch den Missbrauch des Sternenstabs ins Unermessliche gestiegen. Schuld, sobald wir 7 wieder in Sternenhafen vereint sind, können wir dir die Kraft geben, gegen Bowsers neu gewonnene Macht zu bestehen. Mit unserer Hilfe wirst du es schaffen. Mario, wir sind... So sei es. Unser letztes bisschen Kraft ist nun fast aufgebraucht. Obwohl es scheint, als wären wir jetzt hier bei dir, ist das dennoch nur eine Illusion. Wir müssen all unsere Macht einsetzen, um über eine große Entfernung mit dir in Verbindung zu treten. Doch langsam schwindet unsere Kraft. Bowsers Gefolgsleute halten uns an 7... Was? An geheimen Orten im gesamten Königreich fest. Bitte, Mario, du musst uns retten. Um Bowser den Sternenstab zu entreißen und Prinzessin Peach zu retten, brauchen wir deine Hilfe. Bitte, Mario, du bist unsere letzte Hoffnung und wir werden... Mario, sieht so aus, als sei die Lage ernster, als ich dachte. Ob es der Prinzessin wohl gut geht? Ich mache mir solche Sorgen um sie. Speichern und weiter, bitte. Mario wurde sicher verletzt. Alle anderen sind im Gefängnis. Wenn es so weitergeht, wird das Königreich zerstört. Es muss etwas geschehen. Wenn mir doch nur jemand helfen könnte. Ja, meine liebe Prinzessin Peach, wie geht es euch an diesem wunderschönen Tag? Diesmal ist es zwecklos, auf Mario zu warten, mein Täubchen. Wir sind so hoch über den Wolken. Nicht mal Mario hat eine Chance, uns so hoch zu oben zu erreichen. Ihr wisst, Prinzessin, solange ich diesen Sternstab habe, kann niemand im gesamten Königreich gegen mich bestehen. Ihr kennt die Macht, die alle Wünsche erfüllt. Sie ist nun mein. Ist das nicht einfach wunderbar?
Stell dich nur vor, welche Zustände jetzt in eurem Reich herrschen. Eure Untertanen sind völlig am Ende, weil ihre Wünsche nicht mehr erfüllt werden. Oh, wie überaus reizend. So wie sie uns Cooper seit Jahren behandeln, haben sie das auch verdient. Wenn ihr irgendeinen Wunsch habt, Prinzessin, dann müsst ihr mich nur bitten. Ich kann euch Wünsche erfüllen. Geil, gell? Natürlich werde ich nur jene Wünsche berücksichtigen, die mir auch gefallen. Denkt darüber nach. Gehabt euch nun wohl, Prinzessin. Genießt euren Aufenthalt hier. Und schön brav bleiben, Prinzessin. Verursacht keinen Ärger. Alter, mein Hals. Boah, das ist böse. Oh, bitte, wenn mir nur jemand helfen würde. Huch. Hallo, Prinzessin Peach. Erfreut, dich kennenzulernen. Mein Name ist Twink. Aber du bist doch ein Sternenkind. Wie bist du hierher gekommen? Ich komme vom Sternhafen, um deinen Wunsch zu erfüllen. Unsere Aufgabe ist es, alle guten Wünsche zu erfüllen. Oh, du bist gekommen, weil ich mir gewünscht habe, dass mir jemand hilft. Ja, natürlich. Oh, das ist ja großartig. Vielen Dank, dass du gekommen bist. So lautet mein Wunsch. Geh und hole den Sternenstab von Bowser. Kannst du das für mich tun? Verzeihung. Das ist ein bisschen viel für einen Neuling wie mich. Vielleicht könnte einer der ehrenvollen Hohen Sterne aus dem Sternenhafen diesen Wunsch erfüllen. Es tut mir so leid. Bitte wünsche dir etwas Einfaches, das auch ein kleiner Stern wie ich vollbringen kann. Dann kannst du mich von hier wegbringen. Jeder in meinem Palast wurde gefangen genommen und ich muss sie so schnell wie möglich retten. Oh, es tut mir leid, ich fürchte, auch diesen Wunsch kann ich nicht erfüllen. Ich wurde erst vor einem Tag in den Sternenhafen gerufen, daher kann ich noch keine großen Wünsche erfüllen. Oh, wenn ich doch nur ein strahlender Stern wäre, könnte ich dir sicherlich helfen. Ist schon gut, sei nicht traurig, Twink. Mario wird ganz sicher etwas unternehmen, um uns alle zu retten. Er ist vielleicht schon auf dem Weg. Oh, Twink, glaubst du, du könntest Mario finden? Ich möchte, dass du ihm das hier gibst. Das ist doch ein Glücksstern. Okay, ich werde es tun. Ich werde so rasch wie möglich ins Königreich hinabfliegen. Oh, warte, Twink. Warte eine Sekunde. Kannst du auch Mario sagen, dass es mir gut geht und er sich keine Sorgen machen soll? Ja? Kannst du das mitteilen? Natürlich. Ich werde ihm deine Worte übermitteln, Prinzessin Peach. Verzweifle nicht. Ich werde bald wieder da sein. Also pass gut auf dich auf. Ach, wie süß. Mario, wo bist du? Jetzt haben wir ja mit denen geredet, aber sonst ist hier jetzt nicht viel passiert, gell? Au! Oh, es tut mir leid, ich bin wirklich in Eile. Ah, bist du? Du bist doch Mario! Den Sternen sei Dank, ich hab dich gefunden! Hurra! Wie geht's dir? Mein Name ist Twink. Prinzessin Peach bat mich, dir etwas zu bringen. Ah, ja, da ist er ja. Hier, bitte sehr, nimm es. Was haben wir erhalten? Glücksstern, ausgezeichnet. Ein Anhänger, der den Einsatz des Action-Kommandos erlaubt. Das ist der Glücksstern von Prinzessin Peach. Jetzt, da er dir gehört, kannst du das Action-Kommando einsetzen. Erlaube mir, dir zu erklären, wie dieses Kommando anwenden kannst. Na klar. Okay, lass es mich erklären. Mal sehen. Du da. Ja, du hinter Mario. Darf ich dich bitten, mir bei einer kleinen Demonstration behilflich zu sein? Ich? Man nennt mich Gumbario. Natürlich helfe ich dir.
Gut, Mario und Gumbario, lasst uns beginnen. Wow. Jetzt kämpfen wir gegen Gumbario. Ui. Zuerst, Mario, wähle das Sprungkommando und wähle den Gegner aus, den du angreifen möchtest. Ich kann diese Aktion jetzt nicht ausführen, das ist ja doof. Okay. Drücke A kurz vor der Landung. Okay. Hast du deine Wahl getroffen? Erscheint die Erklärung des Action-Kommandos. Drücke A kurz vor der Landung. Jetzt! Kurz bevor du den Gegner triffst. Drücke genau jetzt A. Okay. Wenn das Wort gut erscheint, hast du das Action-Kommando erfolgreich angewendet. Ist dir dies gelungen, erhöht sich die Effektivität deines Angriffs. Okay, jetzt soll Gumbario versuchen, Mario anzugreifen. Okay, jetzt geht's los, Mario! Jetzt! Drücke A kurz bevor dich der Gegner trifft. Ah, cool. Ja, du hast das Action-Kommando erfolgreich angewendet. Hiermit verringerst du den Schaden, den du einstecken musst. Oft musst du verschiedene Techniken einsetzen, um das Action-Kommando zu verwenden. Dies hängt von der jeweiligen Attacke ab. Versuch doch mal mit dem Hammer anzugreifen. Du kannst diese Aktion jetzt nicht ausführen. Ja, super. Drücke den Control-Stick nach links und lass los, wenn das Ding aufleuchtet. Hast dein Ziel auserkoren, drücke den Joystick nach links. Okay, drücke den Joystick. Stern beginnt zu leuchten, sobald deine Angriffskraft den Höchststand erreicht. Jetzt habe ich es nicht mehr lesen können. Verdammt. Sehr gut, du hast das Action-Kommando erfolgreich angewendet. Nun, Mario, hast du die Handhabung des Action-Kommandos verstanden? Lass uns noch ein wenig üben, um sicherzustellen, dass du diese Technik perfekt beherrschst. Na klar. Halt die Fresse, ich möchte es einfach üben. Okay, ich kann dann beenden wählen. Das ist doch schön. Den will ich nochmal üben. Okay, kann man das mehrmals machen? Gut gemacht. Timing ist großartig. Oh, das war schlecht. Fast, das war ein wenig zu früh. Danke. Autsch. Fast, das war ein wenig zu spät. Hä, das war doch genau perfekt. Zu früh. Zu früh noch. Aua. Gut gemacht, Mario. Hä? Ach, jetzt hör mir doch auf, ey. Das ist ja voll schwer. Das war zu früh? Das war zu spät. Hä? Wie geht das? Immer noch zu früh? Was? Okay, das ist einfach. Das kriege ich hin. Ach so, der muss mich berühren schon. Okay. Gut, dann muss ich jetzt nur noch... Nein, den nicht. Den da will ich noch. Das war... War es zu spät? Zu spät, okay. Hä? Zu früh? Was? Der ist auch so schon auf mir drauf. Das war auch wieder zu spät, ne? Ja. Zu früh, Alter. Verarsch dich doch selber, ey. Zu spät, jawohl. Der hängt doch schon eine halbe Sekunde auf mir drauf, Mann. Ey, was ist denn das für ein Witz? Zu spät, ja. Das war doch perfekt, Mann. Zu früh, ey. Deine Oma ist zu früh. Das wird noch ziemlich schwierig für mich, aber ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einmal noch. Das war jetzt wieder zu spät, ja. Das war auch zu früh. Das ist ganz schön schwer, das muss ich noch ein bisschen üben. Autsch. So, das ist jetzt dein letzter Angriff. Okay. Das wird mich noch einiges an Übung kosten, aber das kriege ich hin. Nun, das ist alles, was ich dir beibringen kann. Cool. Danke für diese Info. Das werden wir einsetzen. Das wird uns helfen, hoffentlich. Sobald du gelernt hast, das Action-Kommando richtig einzusetzen, wirst du noch stärker werden. Unglaublich. Jetzt wirst du im Kampf noch stärker sein. Krass. Da bist du. Sehr laut. Da
bist du! Was? Das kann nicht sein. Bist du mir gefolgt? Welch ein törichtes Sternenkind! Ich wusste, dass ich auf Mario treffe, wenn ich dir folgen würde! Wenn ich Mario besiege, werde ich berühmt! Ich sag's Kami Koopa! Ihr Lob ist mir gewiss! Vielleicht bekomme ich auch eine Gehaltserhöhung! Und los geht's! Oh wei. Oh wei. So, der fliegt, das heißt, ich kann ihn nicht mit dem Hammer treffen. Will ich einen Sprung machen? Kamek ist das auch so. Oh, das war zu falsch. Kopfnuss gegen einen Gegner. Ach so, okay, der kann auch gar nicht mehr. Dann kannst du den auch mal scannen. Das ist ein Kamek. Er setzt einen Zauberstab als Waffe ein. Maximale KP, Angriffs 8, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Magische Angriffe sind kein Zuckerschlecken. Du solltest diese Kerle sehr ernst nehmen. Oh wei. Oh wei. Ja, okay, wenigstens das geht. Oh, jetzt haben wir ihn auch auf den Boden befördert. Sehr schön. Nein, 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 du scannst ihn nicht nochmal. Danke, einmal reicht. Also, wieder zu spät. Alter. Oh Gott. Der haut mich hier um. Zwei Punkte. Reicht nicht. Na, Feuerblumen habe ich nicht, ne? Wir setzen mal das Schäfchen an. Schiepi, es ist dein Auftritt. Ach süß, jetzt schläft er. Der Gegner ist eingeschlafen und schläft jetzt 3 Runden. Sehr schön. Dann noch einmal eine Kopfnuss, wenn ich jetzt einen perfekten... Haha! Ja, Junge. Jetzt hast du ein Problem, auch wenn der zweite Angriff einfach keinen Unterschied gemacht hat. Der Hammer ist einfach. Ach, den Hammerwurf, genau. Den könnten wir jetzt mal einsetzen. Auch hier nach links, bis er aufleuchtet. Boy, und wie wir den umgehauen haben. Alter Vater, dafür kriegen wir 15. Was nicht schlecht ist, bald haben wir schon wieder einen neuen Level. Und dann muss ich die KP erhöhen, dringend. Gut gemacht, Mario. Du bist genauso stark, wie man es sich erzählt. Ich weiß, dass du Bowser besiegen wirst. Werden wir. Ich kehre nun zum Prinzessin Peach zurück. So bin ich viel zu schwach, um richtig helfen zu können. Aber wenigstens kann ich dir sagen, dass es dir gut geht. Also Mario, bis später. Jo, bis später. Mach's gut. Ah, ah, ja, ja, beinahe hätte ich's vergessen. Dir Prinzessin Peach Nachricht zu überbringen. Es geht mir gut, also sorge dich nicht um mich. Genau das hat sie gesagt. Aber ich hatte den Eindruck, dass sie sich sehr einsam fühlt. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, um euch beiden zu helfen. Bitte sei tapfer, du musst die Prinzessin retten. Und fort ist er, zurück zu Bowsers Festung. Was für ein tapferer Kerl. Okay, Mario, lass uns ernst machen. Jawohl, werden wir. Also, was ich auf jeden Fall mal sagen muss, dieses Spiel kümmert sich wenigstens darum, dass auch ein bisschen was zwischen Peach und Mario ist. Weil das ist ja das Traurige an den neuen Mario-Spielen. Irgendwie ist Peach halt da und wird von Mario gerettet, aber romantisch ist da gar nichts zwischen den beiden. Sagst du jetzt was anderes? Okay. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass du es geschafft hast, Mario. Wenn du nicht hier wärst, wüsste ich nicht, ob wir überhaupt noch eine Chance haben. Ich halte zu dir, Mario. Du wirst die Prinzessin und alle anderen retten. Jawohl. Dann. Oh, Mario! Merlon hat nach dir gesucht. Er lebt in dem Haus mit dem rotierenden Dach. Er bat mich, dir zu sagen, dass du zu ihm kommen sollst. Ich wollte gerade nach dir suchen, aber da bist du ja schon. Merlon bittet höchst selten jemanden zu sich nach Hause. Er ist ein wenig exzentrisch. Selbst wenn er Besuch hat, verlässt er nur selten das Haus. Cool, danke für die Info. Ich gehe jetzt in den Schlafplatz, heile mich hoch und dann speichere ich. Und im nächsten Part kümmern wir uns dann um Merlon. Aber jetzt erstmal... Ja, ich möchte gerne schlafen, danke. Weil dieser Kampf war schon ganz schön hart.
Hast du gut geschlafen? Ja, hab ich. Okay, jetzt wird deine Reise viel besser. Ja, das stimmt, danke. Ja, würde ich sagen, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Paper Mario. Bis dahin, Servus!